Heute schauen wir uns zusammen an, wie du mit dem Raspberry Pi 4 von USB-Geräten wie zum Beispiel einer externen Festplatte oder einer externen SSD booten kannst und auch wie man den Bootloader aktualisiert. Und damit herzlich willkommen zu ULabs. Das BIOS oder UEFI startet den Bootloader und der wiederum startet dann den Kernel und das Betriebssystem. In der Regel liegt er auf einem startbaren Laufwerk zusammen mit dem Betriebssystem. Das war beim Raspberry Pi bis einschließlich Version 3 auch der Fall, dort lag er in /boot. Seit dem Raspberry Pi 4 gibt es dafür aber einen eigenen EEPROM, also ein eigener, dauerhafter, aber trotzdem beschreibbarer Speicher auf dem Pi selber, wo man den Bootloader ablegt. Bei bestimmten Problemen oder Funktionswünschen kann es helfen, den Bootloader zu aktualisieren. Neben neuen Funktionen und Fehlerkorrekturen sind teilweise auch Leistungsverbesserungen enthalten, zum Beispiel zur Reduzierung der Startzeit. Wir schauen uns nun verschiedene Szenarien an, deswegen macht es Sinn, dass du bis zum Schluss dran bleibst. Falls du ein Update einspielen möchtest, dann macht es Sinn, zuerst einmal zu prüfen, welcher Bootloader bereits installiert ist, zumindest wenn du schon einen laufenden Pi hast, den du eben aktualisieren möchtest. Dazu gehst du auf die Konsole, entweder per SSH oder eben über den Desktop und gibst ein sudo rpi-eeprom-update. Das tut erstmal noch nichts aktualisieren, sondern es zeigt dir an, was ist deine aktuelle Version und was ist die neueste, die aktuell verfügbar ist. Auch der aktuelle Release Branch wird angezeigt, der kann hier eventuell auch noch Default lauten, dazu später mehr. Ich würde dir empfehlen, das hier zu notieren oder irgendwo hin zu kopieren, wo du es später erreichen kannst, falls es zu Problemen kommt, denn dann weißt du genau, was hat vorher funktioniert. Es gibt zwei Wege, um sowohl den Bootloader zu aktualisieren, als auch die Reihenfolge, also um zum Beispiel von USB zu booten, zu ändern. Die von der Raspberry Pi Foundation empfohlene Methode läuft über den Imager, den kennt ihr ja bereits aus vorherigen Videos. Hier könnt ihr nämlich bei Betriebssystem runterscrollen in den Bereich Misc Utility Images und da findet ihr hier den Bootloader und ganz neu seit 1.71 auch die Beta-Version davon. Wenn ihr also hier was Neues ausprobieren möchtet, ich würde hier tendenziell, außer ihr wollt eben testen, eher auf die stabile Version gehen und hier könnt ihr eben jetzt gleich auswählen, wie soll der Bootloader eingerichtet werden? Soll der von der SD-Karte starten oder von USB oder vom Netzwerk? Das ändert jeweils die Reihenfolge, was Priorität hat. Sprich hier zuerst die Karte, dann USB, hier zuerst USB. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr möchtet das Ganze per USB betreiben, auf zum Beispiel einer SSD, das machen ja einige, dann könnt ihr hier USB bevorzugen. Der Standard ist das hier, dann geht er erst auf die Karte. Egal was ihr nehmt, in beiden Fällen anschließend ganz normal hier die Karte auswählen und das auf die Karte schreiben, bestätigen. Das dauert einen kleinen Moment. Anschließend könnt ihr von dieser Karte booten. Ihr müsst dann mindestens 10 Sekunden warten. In diesem Zeitraum wird der neue Bootloader von der Speicherkarte auf den EEPROM kopiert. Der Prozess darf nicht unterbrochen werden. Ihr solltet also warten, bis er abgeschlossen ist. Das sieht man, indem die grüne LED gleichmäßig blinkt. Dann ist er fertig und falls sein Bildschirm per HDMI angeschlossen ist, dann färbt er sich komplett in grün. Falls es zu einem Fehler kommt, dann in rot bzw. die LED blinkt dann nach einem anderen Muster. Wenn ihr die Signale seht, dann ist er fertig. Ihr könnt den Pi ausschalten und jetzt das gewünschte Betriebssystem entweder flashen, wenn ihr eine Karte habt, dann einfach nochmal den Imager verwenden und hier dann das Betriebssystem auswählen oder aber die Karte tauschen, falls ihr mehrere habt, beziehungsweise eben jetzt von USB booten, denn das würde jetzt funktionieren. Die zweite Variante wird aus einem laufenden System heraus gestartet und zwar werden neue Bootloader mittlerweile automatisch per APT-Update verteilt. Es gibt einen Systemdienst, der tut die dann entsprechend einspielen. Aber ab Werk ist eingestellt, dass er die ab Werk installierte Version behält. Das heißt, hier bekommt ihr die Updates nur sehr verzögert, beziehungsweise bei den älteren Versionen sogar gar nicht. Um das zu updaten oder zu ändern, gehen wir einmal in die Raspi Config. Jetzt zum Punkt 6, die erweiterten Optionen. Da gibt es ganz unten die Bootloader-Version und da ist jetzt im Standard eben Default eingestellt, also ihr seht schon Factory Default und wenn wir hier jetzt Latest nehmen, dann spielt er die aktuelle stabile Version ein. Da können wir jetzt eben hier bestätigen. Wenn wir da jetzt rausgehen, dann können wir gleich einen Reboot machen, das macht auch Sinn. Ich mache es jetzt hier nicht, weil ich euch hier kurz die Ausgabe zeigen möchte. Hier könnt ihr nämlich jetzt gucken, er hat hier die alte Version erkannt, die ist vom April 21 und sagt, die neue Version, die ist vom 25. Januar 22, auf die wird er jetzt updaten. Hier gibt es nämlich diese Pending Updates. Sobald wir jetzt einen Neustart machen, haben wir die neue Version. Ein kleiner Hinweis, der ein bisschen verwirrend sein kann.
Die verschiedenen Stabilitätszweige, die wurden umbenannt. Und zwar, wir haben gerade gesehen, es gibt Default und Latest. Die heißen mittlerweile Critical, also nicht mehr Default, sondern Critical und statt Latest Stable. Die wurden aber in der grafischen Oberfläche, die wir gerade gesehen haben, noch nicht umbenannt. Hier im System heißen sie aber schon so. Das heißt, wenn ihr jetzt hier zurückgeht und schaut, welche Version der hat, dann geht der hier nämlich jetzt auf Stable und nicht mehr Latest. Sind aber die gleichen Versionen, wurde nur anders benannt. Die stabilen Versionen sind besser getestet, aber es kann eben auch beim Einsatz von Stable oder Latest zu Problemen kommen. Dem sollte man sich bewusst sein, wenn man solche Updates durchführt und am besten immer die Möglichkeit für eine Sicherung beachten. Ihr könnt über den gleichen Weg natürlich auch jederzeit wieder zurückgehen, wenn ihr zum Beispiel Probleme feststellt oder irgendetwas nicht so gut läuft, dann geht ihr hier eben wieder auf die Default-Version zurück und habt dann die alte Version. Allerdings müsst ihr bedenken, diese Version, die wird seltener geupdatet, aber eben auch ab und zu mal, zum Beispiel, wenn es kritische Updates gibt oder eben auch periodisch, dass die nicht zu alt werden. Deswegen lohnt sich hier ein Blick in die Release Notes, also die Veröffentlichungshinweise. Hier gibt es jetzt eine Beta, die kriegen wir nicht auf den beiden stabilen Branches, aber hier zum Beispiel haben sie jetzt die Version als neuen Standard festgelegt. Das heißt, hier kann es eventuell, wenn ihr gerade ein paar Tage Wartezeit habt, bis das ganze Testet zu Überschneidungen kommen. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Vielleicht möchtest du aber bewusst eine Beta-Version installieren, um ein neues Feature auszuprobieren. In diesem Falle geht das leider nicht über die raspi-config, aber du kannst mit einem Texteditor mit Rootrechten hier diese etc-default von dem EEPROM-Programm öffnen. Hier deinen Release-Kanal von stable, in dem Fall zu Beta ändern, speichern und wenn du jetzt einmal sudo rpi-eprom-update ausführst und dem Schalter minus a übergibst, dann wird er die aktuellste Version installieren. Du siehst, jetzt sind wir hier auf dem Beta-Kanal und ich habe nicht mehr die von Ende Januar, sondern die vom 4. Februar. Das ist die, wo ich hier eben kurz gezeigt habe, also diese Network Install, wo man hier neue Funktionen ausprobieren kann. Das würde ich allerdings nicht auf produktiven Systemen empfehlen, sondern nur auf eigenen Pis, wo du entsprechend gefahrlos testen kannst. Wenn ihr die Bootreihenfolge verändern möchtet, um beispielsweise von einer USB-Festplatte oder SSD zu starten, dann habt ihr mit einem Update auf den aktuellsten Bootloader in der stabilen Version die besten Voraussetzungen. Gerade bei älteren Pis kann es nämlich sein, dass der USB-Boot ansonsten nicht sauber funktioniert. Anschließend können wir das Ganze in der raspi-config umstellen. Dazu öffnen wir die hier mit sudo wieder, gehen auf 6 erweiterte Optionen und diesmal die Option drüber, nämlich die Bootreihenfolge. Hier können wir jetzt sagen, dass der Standard zuerst die SD-Karte, dann USB. Hier ist es genau umgekehrt und eben noch das Booten vom Netzwerk. Hier können wir jetzt zum Beispiel sagen, wir haben eine USB-SSD und möchten daher die an erste Stelle stellen, dass der hier zuerst guckt. Wählen das aus, der bestätigt uns das. Jetzt sind wir hier schon fertig. Der bietet uns jetzt hier noch an, neu zu starten, das macht Sinn. Anschließend können wir dann von USB booten. Wer sich genauer für die Funktion dahinter interessiert, das ist ein Parameter von dem Bootloader. Das habe ich im Portalartikel auf Huelabs ein bisschen genauer erklärt. Der Link dazu ist wie immer in der Beschreibung, in der Caption. Da könnt ihr das genauer nachlesen. Werde ich jetzt hier mal überspringen, denn ich denke, für euch ist es über die raspi-config am einfachsten. Soweit zum Bootloader und der Startreihenfolge. Ich hoffe, wie immer, es hat euch geholfen. Hier findet ihr noch ein paar weitere Videos zum Raspberry Pi und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg bei euren Projekten und verabschiede mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.